Es ist keine Jugendsünde, von der ich Ihnen heute erzähle. Das ist eine Straftat, für die man sogar ins Gefängnis gesteckt werden kann. Und ich war schon Mitte 20, als ich diese Dummheit begangen habe. Und damals, das gebe ich jetzt zu, damals war ich auch noch stolz darauf. Noch nie habe ich über diese Sache öffentlich gesprochen. Heute tue ich das ganz bewusst, weil ich glaube, Sie können aus meiner Geschichte viel für die Gegenwart lernen, denn auch ich habe was daraus gelernt. Mein Name ist Martin Wehle, ich bin Autor des Spiegel-Bestsellers »Wenn jeder dich mag, nimmt keiner dich ernst« und Gründer der 365-Tage-Challenge, die Ihnen jeden Tag Ihres Jahres Inspiration und Motivation verleiht. Link unter diesem Video. Meine Straftat, für die ich bis zu 2 Jahren Freiheitsstrafe hätte bekommen können, die hat eine Vorgeschichte. Wir schreiben das Jahr 1996. Ich bin 26 Jahre alt, wohne in Pinneberg, Schleswig-Holstein und ich arbeite in einem Hamburger Verlag als Redakteur. Demnächst steht eine Landtagswahl in Schleswig-Holstein an. Mein Arbeitsweg von der Wohnung zur S-Bahn-Haltestelle, der führt mich an einer Hauptstraße entlang. Und was ich dort sehe, das treibt mich auf die Palme. Die ganze Straße ist gepflastert mit Wahlplakaten, und zwar von der rechtsradikalen DVU. Ich kann es nicht fassen, dass die demokratischen Parteien kaum Flagge zeigen und die DVU, die Deutsche Volksunion, das Straßenbild bestimmt. Und so beginnt der Plan zu der Straftat in mir zu reifen. Noch ahne ich nicht, wie gefährlich die Sache wird, dass sie mich in eine nächtliche Verfolgungsjagd verwickeln wird. Ich werde Ihnen gleich sagen, was genau ich verbrochen habe und warum ich mich heute dafür schäme. Dazu müssen Sie wissen, seit meiner frühen Jugend engagiere ich mich gegen Rechtsradikalismus. Alle Menschen, die sind für mich gleich viel wert, unabhängig von ihrer Hautfarbe, von ihrer Religion oder von ihrem gesundheitlichen Zustand. Und mein Mentor, das war der Hitler-Emigrant Frederick W. Nielsen, der schon 1933 aus Deutschland emigriert war und aus Prag gegen die Nazis angeschrieben hat. Nicht zuletzt von ihm wusste ich, warum rechte Ideen ins Unglück führen können. Und jetzt, 1996, da fasste ich einen kriminellen Plan, in den ich auch noch meine Freundin zog. Ich sagte zu ihr, die ganze Straße ist voll mit rechtsradikaler Werbung, das müssen wir ändern. Sie schaut mich mit großen Augen an. Aber wie willst du das ändern? Ich frage zurück, hast du heute Nacht schon was vor? Sie kneift die Augen zusammen und fragt, aber du willst doch nicht losziehen und die Plakate einzeln abreißen. Doch, sag ich, kommst du mit? In dieser Sekunde, da weiß ich noch nicht, welche Gefahr das nicht nur für mich, sondern auch für sie bedeutet. Ich komme gleich auf die Verfolgungsjagd zurück und ich werde Ihnen auch erzählen, warum das Abreißen von Plakaten viel schwerer ist, als man denken sollte. Doch vorher will ich aus heutiger Sicht auf meine Entscheidung blicken. Was mir daran gefällt, ich beziehe eine humanistische Position. Wer andere Menschen aufgrund ihrer Herkunft verurteilt, der hat mich immer zum Gegner. Entscheidend ist für mich nie, woher ein Mensch kommt oder zu welchem Gott er betet. Entscheidend ist für mich immer, ob er einen guten oder ob er einen schlechten Charakter hat. Insofern kann ich meinen Protest gegen die DVU, die mit menschenverachtenden Parolen ans Werk ging, diesen Protest, den kann ich bis heute gut nachvollziehen. Aber jetzt bin ich an dem Punkt, für den ich mich wirklich schäme und aus dem sich auch viel über den Umgang mit der heutigen AfD ableiten lässt. Denn damals war ich offenbar der Meinung, ich würde die Welt besser machen, indem ich die DVU-Plakate abreiße. Aber jetzt versetzen wir uns mal in einen Wähler, der mit der DVU liebäugelt. Was wird er wohl denken, wenn er die abgerissenen Plakate in der Straße sieht? Wird er denken, gute Idee, die Plakate abzureißen, danke für den Hinweis, du lieber Vandale, fast hätte ich diese Partei gewählt, aber jetzt ist mir klar, dass ich damit auf dem Holzweg wäre? Natürlich nicht. Der potenzielle DVU-Wähler reagiert vollkommen anders. Er sagt sich, das ist ja ein Unding. Wer eine Meinung vertritt, die andere nicht hören wollen, der wird in diesem Land mundtot gemacht. Jetzt reißen sie schon die DVU-Plakate von der Wand. Mit dieser sogenannten Demokratie hier, da ist was faul. Nun wähle ich die DVU erst recht. Ich zu dem dramatischen Vorfall in der Nacht komme, als wir die Plakate abrissen, da möchte ich gleich den Bogen zum gegenwärtigen Umgang mit der AfD schlagen.
Ich habe die DVU-Plakate abgerissen, um dieser Partei zu schaden, aber heute bin ich sicher, ich habe das Gegenteil, exakt das Gegenteil erreicht, ich habe ihr genützt. Außerdem, woher war ich so sicher, dass ich moralisch und politisch klarer sehe als der Rest der Welt? Woher habe ich die Überzeugung genommen, dass ich diese Partei auf den ersten Blick als ein Übel erkenne, während die Menschen um mich herum reihenweise auf sie hereinfallen? War ich wirklich schlauer als der Rest der Welt? Und, das ist aus heutiger Sicht die wichtigste Frage, warum ist mir nicht aufgefallen, dass ich eine Partei, die ich für undemokratisch hielt, genau auf dieselbe Weise bekämpfte, nämlich mit undemokratischen Mitteln? Ich warf der DVU vor, gegen unsere Demokratie zu sein, und zugleich tat ich etwas zutiefst Undemokratisches, denn ich zerstörte die Wahlplakate einer Partei, die für die Landtagswahl zugelassen war. Es war eine Form von Selbstjustiz, aber ich war auch noch stolz darauf. Es gab mir ein Bonnie and Clyde-Gefühl, nachts mit meiner Freundin den Demokratie-Sheriff zu spielen und den Pfeifen von der DVU, wie ich sie sah, eins auszuwischen. Fast wäre die Sache böse geendet, wie Sie gleich hören werden. Aber vorher die Parallele zur AfD. Ich bin kein Freund dieser Partei, im Gegenteil, weil ich sie in Teilen für rechtsradikal halte. Wohlgemerkt nicht die Wähler, sondern einige Funktionäre. Aber wenn ich heute einen jungen Mann sehen würde, der AfD-Plakate von der Wand kratzt, so wie ich einst, dann würde ich ihn ansprechen. Sie schrubben die AfD-Plakate von der Wand, weil sie diese Partei nicht gut finden. Aber was würden Sie sagen, wenn die AfD-Leute die Plakate von CDU, SPD, FDP und Grünen von der Wand kratzen würden, weil Ihnen diese Parteien auch nicht gefallen? Dann würden Sie sagen, das ist typisch für Rechtsradikale, sie sind intolerant und gegen Demokratie. Und nun frage ich Sie, junger Mann, warum wenden Sie dann dieselben Mittel an, Mittel der Intoleranz, mit denen Sie eine Demokratie nicht stärken, sondern ganz massiv schwächen? Vielleicht ist es gut gemeint, Plakate zu zerstören oder eine ungeliebte Partei im Parlament auszugrenzen. Zum Beispiel kommt es ja immer wieder dazu, dass die Volksparteien auf sinnvolle Anträge verzichten, wenn dazu die Zustimmung der AfD nötig werde. Oder der AfD wird dieses oder jenes Pöstchen, auf das sie im Parlament Anspruch hätte, das wird ihr verweigert oder zumindest erst nach langen Zankereien zugebilligt. Ich verstehe die gute Absicht dahinter. Man will sich abgrenzen. Wir sind die Guten und ihr seid die Bösen. Diese Gesinnungsethik aber, die erreicht exakt das Gegenteil ihres Ziels. Denn was denken aktuelle oder potenzielle Wähler der AfD? Sie fühlen sich natürlich in ihrer Entscheidung bestärkt und sagen, typisch Altparteien, dass sie die AfD mal wieder unterbuttern, die tun wirklich alles, damit die AfD keine faire Chance bekommt, aber denen zeige ich's, ich wähle sie weiter. In der Psychologie, da hat dieses Phänomen einen Namen, es heißt Reaktanz. Das, was man einem Menschen verbieten oder madig machen will, das wird für ihn umso interessanter. Drückt man seinen Willen in die eine Richtung, stemmt er sich automatisch dagegen. Ich glaube, die sogenannte Brandmauer zwischen den etablierten Parteien und der AfD, die erreicht genau das Gegenteil. Jedes Mal, wenn die AfD außen vor bleibt, ist das die beste Wahlwerbung für sie. Jedes Mal, wenn es in den Parlamenten nicht in erster Linie darum geht, die klügste Sachentscheidung zu fällen, sondern vielmehr darum, die AfD kaltzustellen, jedes Mal verhilft das der AfD zu neuer Popularität. Heute denke ich, wer die Demokratie verteidigt, der muss das unbedingt mit fairen und demokratischen Mitteln tun. Er muss ein Vorbild sein, was zum Beispiel die Toleranz angeht. Es ist gut, sich in der Sache hart, auch sehr hart, mit der AfD auseinanderzusetzen. Es ist gut, gemeinsame Abstimmungen scheitern zu lassen, wenn es in der Sache Differenzen gibt. Aber es ist kontraproduktiv und es ist anmaßend, im Namen der Demokratie undemokratisch und im Namen der Toleranz intolerant zu handeln, wie ich es bei meiner Plakataktion getan habe. Wer eine Partei entzaubern will, der muss sie inhaltlich stellen. Das funktioniert zum Beispiel mit guten Argumenten. Wer dagegen die sachliche Ebene verlässt und die moralische Keule schwingt, der verhält sich ähnlich, wie ich es damals als junger Mann getan habe. Er dient der guten Sache nicht, sondern er richtet Schaden an.
Und jetzt zurück in diese Nacht im Jahr 1996. Meine Freundin und ich, wir zogen deutlich nach Mitternacht los, in der Hoffnung, dass kaum mehr Verkehr auf der Straße wäre. Wir trugen schwarze Klamotten, als wären wir Einbrecher, um unauffälliger agieren zu können. Ich hatte mir vorgestellt, es sei ein ganz, ganz leichtes, die Plakate einfach wegzureißen. Aber damit täuschte ich mich. Sie waren so gut und vor allen Dingen so hoch befestigt, dass ich erst den Holzgriff eines Regenschirms abgerissen habe. Es blieb uns nur eines, wir mussten die Plakate Zentimeter für Zentimeter wegschaben. Und leider war die Straße nicht so leer, wie wir es gehofft hatten. Immer wieder gerieten wir in die Scheinwerfer von Autos, während wir an den Plakaten zugange waren. Und dann passierte es. Ein Auto hielt mit quietschender Bremse, wütende Stimmen waren zu hören, Türen schlugen und wir rannten los, was das Zeug hielt, aber jemand verfolgte uns. Schnelle Schritte, die hallten hinter uns auf dem Asphalt. Für einen kurzen Moment überlegte ich mir, welcher Verfolger mir lieber wäre, Zivilverhandler der Polizei oder Angehörige der DVU. Beide Möglichkeiten, die erschienen mir nicht besonders vielversprechend. Die Schritte kamen näher, die kamen immer näher und erst in letzter Sekunde erreichten wir meinen Wohnblock und wir knallten die Tür hinter uns zu. Das war gerade noch mal gut gegangen. Damals, da war ich stolz, doch heute schäme ich mich für diese Aktion aus den genannten Gründen. Und jetzt schauen Sie gerne noch mein Video über einen weiteren großen Fehler, der mir in meinem eigenen Leben passiert ist und für den ich mich heute entschuldige. Es ist eine Sache, aus der Sie ganz viel für sich und Ihr Leben lernen können. Klicken Sie das Video in der Infobox und wir blenden es gleich auch noch zum einfachen Anklicken ein. Und am Ende habe ich noch ein Geschenk für Sie. Nutzen Sie mein kostenloses Videoseminar, das 3-Minuten-Geheimnis. Dort verrate ich Ihnen, wie Sie mit nur drei Minuten Aufwand pro Tag Ihr Leben verändern können. Wie Sie auf spielerische Weise erfolgreicher werden, selbstsicherer werden und endlich das durchziehen, was Ihnen wirklich wichtig ist. Klicken Sie jetzt hier und nutzen Sie mein Geschenk. Es kann Ihr Leben auf einen Schlag verändern, versprochen. Bleiben Sie mir treu, schauen Sie wieder vorbei, am besten mit Abo und Glocke. Ihr Martin Behle.